Hallo, Carsten hier. Es ist Februar 2020 und ich bin gerade in Bunbury im westlichen Australien. Hier gibt es das Dolphin Discovery Center und deren Meeresbiologen nehmen uns mit auf eine Schnorcheltour zu den Bottlenose-Delfinen. Wenn wir Glück haben, werden wir den Delfinen ganz nahe kommen. Aber anfassen ist nicht. Nur beobachten ist erlaubt. Und kaum sind wir in der Bucht angekommen, sehen wir schon die ersten Delfine. Also nichts wie ins Wasser. Aber wie das so ist, die Tiere, die gerade noch ganz nah am Boot waren, halten jetzt erstmal Abstand. Während wir hier im Wasser rumpaddeln, kann ich ja mal erzählen, wo ich gerade bin und warum. Das Dolphin Discovery Center liegt in Bunbury, ungefähr 2 Autostunden südlich von Perth. Und Perth liegt wiederum an der Westküste von Australien. Das Meer, in dem ich gerade schwimme, ist der Indische Ozean. Nach der Pamir-Tour im Sommer 2019 fragte mich eine Freundin, ob ich nicht Lust hätte, den deutschen Schmuddelwinter in Australien auszusitzen. Sie wäre von Mitte Januar bis Mitte März in Perth. Gefragt, gebucht. Und damit hatte ich gleich zweimal Glück. Ich wusste es nur noch nicht. Glück Nummer 1, als ich Ende Januar in Perth eintraf, waren die vergleichsweise kleinen Buschbrände in diesem Teil des Landes bereits gelöscht. Glück Nummer 2, Corona war noch eine Biermarke. In China braute sich zwar was zusammen, um mal im Bild zu bleiben, aber das war ja weit weg. Und so erlebte ich bis zu meiner Rückreise im März ein Land ohne Einschränkungen. Oh, da ist ein Delfin. Bottlenose-Delfine, auch große Tümmler genannt, werden bis zu 4 Meter lang. Sie sind einfarbig grau und haben eine große Finne. Sie lieben warmes Wasser, werden bis zu 50 Jahre alt und haben eine Menge Probleme. Die Meeresverschmutzung setzt ihnen genauso zu wie die Überfischung. Deshalb stehen die Tiere auch in Australien unter besonderem Schutz. Los ging unsere Reise in Perth. Es heißt jetzt immer wieder unsere Reise, obwohl meine Reisebegleitung im Video nicht auftauchen wird. Sie hat es nicht so mit den sozialen Medien und wollte partout nicht gefilmt werden. Also wundert euch nicht. Perth hat ca. 2,1 Millionen Einwohner und nennt sich selber gerne die isolierteste Metropole der Welt. Die nächstgrößere Stadt, Adelaide, ist immerhin 2100 Kilometer entfernt. Wenn ihr, wie ich, auf Großstädte steht, werdet ihr Perth lieben.
Ich habe noch nie eine so relaxte Stadt erlebt. Die Australier sind ja in der Regel eh tiefenentspannt und freundlich. Aber man erwartet das nicht unbedingt in einer Millionenstadt. Egal ob im Supermarkt, im Restaurant oder im Bus, jeder hat hier Zeit für ein kleines Gespräch. Keiner drängelt, keiner nörgelt, wo bleibt mein Bier? Ich war jetzt 4 Wochen in Perth und habe mich keine Minute gelangweilt. Die Stadt bietet viel Kultur. Wie hier zum Beispiel die Art Gallery of Western Australia, die neben internationalen auch viele einheimische Künstler zeigt. Oder die Perth Concert Hall mit klassischen Konzerten. Und weil hier meistens schönes Wetter ist, findet auch viel im Freien statt. Ein besonderes Highlight waren für mich die Stadtstrände. Du steigst in den Bus und bist innerhalb von 20 Minuten am Meer. Und dann dehnt sich der Ozean unendlich. Die Einreise nach Australien ist sehr einfach. Man braucht einen gültigen Reisepass und ein E-Visum. Das beantragt man kostenlos auf der Webseite der australischen Botschaft. Mein Visum war innerhalb von 24 Stunden da. Es gilt ein Jahr und man kann 3 Monate am Stück im Land bleiben. Gleich neben Perth liegt die Hafenstadt Fremantle. Die ist zwar sehr, sehr touristisch, aber trotzdem schön. We got our windows down, driving down the 405, sing along to the radio. Hier kann man nicht nur lecker Fisch essen, sondern hier gibt es auch einen exzellent sortierten Kartenladen, wo man sich mit Offroad-Karten eindecken kann. Gewohnt haben wir in Perth in einem Hostel am Rande der Innenstadt. Das Zweibettzimmer mit eigenem Bad hat 70 Euro pro Nacht gekostet. Und in Perth haben wir dann auch unseren Geländewagen übernommen. Das ist er, unser Mietwagen. Ein Toyota Land Cruiser J76. 8-Zylinder Turbodiesel mit zuschaltbarem Allradantrieb. Baujahr 2018. 115.000 Kilometer auf der Uhr und 12 Liter Verbrauch auf 100 Kilometern. Ein solides Auto ohne Schnickschnack. Es gab noch nicht mal eine Uhr im Cockpit. Als Defender-Fahrer findet man sich sofort zurecht. Mit dem Schalthebel kann man wunderbar im Getriebe rumrühren und die Füße haben erstaunlich viel Platz neben den Pedalen. Gemietet haben wir ihn bei Apollo für 30 Euro am Tag, circa 2 Monate vor Abreise via Internet. Vor Ort haben wir dann noch die Versicherung aufgestockt auf Vollkasko. Das hat dann leider auch nochmal 30 Euro pro Tag gekostet. Dafür waren dann aber alle Kilometer enthalten. Für den Preis gibt es außerdem ein geräumiges Dachzelt, Decken, eine Engelskühlbox, einen Gaskocher und Geschirr.
Stühle und Tisch müssen extra gebucht werden. Apollo bietet verschiedene Geländewagentypen an, zum Beispiel mit Kabine oder auf Hilux-Basis. Die Dachzelt-Variante gefiel mir am besten und war auch noch die preiswerteste Variante. Die Übergabe am Flughafen Perth hat ungefähr eine Stunde gedauert. Und dann beginnt das Abenteuer. Unsere Route von Perth erstmal nach Süden entlang der Küste in Richtung Albany. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut!